Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir darüber, warum Nice Guys immer die Letzten sind, immer die Frauen verpassen, es mit den Frauen nicht hinbekommen und wie du diese, ich sag mal, Nice Guy Elemente in deiner Persönlichkeit auslöschen kannst und mehr Erfolg mit Frauen dadurch haben kannst. Also, willkommen beim Video. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hattest einen guten Start ins neue Jahr. Neues Jahr, jetzt geht's los. Vielleicht hast du dir ja vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen erfolgreicher mit Frauen zu werden. Wenn das so sein sollte, kannst du dich bei mir für einen der neuen Coaching-Plätze in diesem Jahr bewerben. Das kannst du im ersten Link in der Beschreibung machen. Ich komme am Ende des Videos nochmal dazu. Dort kannst du dich bewerben. Aber vielleicht hast du ja generell geplant, einfach dem Erfolg mit Frauen in diesem Jahr mehr Raum einzuräumen. Du willst dich vielleicht um das Thema kümmern und fragst dich, hey, wieso klappt es denn bisher nicht? Und der Hauptgrund, warum es bei den meisten Männern, die auch zu mir ins Coaching kommen, dann nicht funktioniert, ist, weil sie noch gewisse oder teilweise sehr viele Anteile dieser Nice-Guy-Symptomatik in ihrer Persönlichkeit haben, die sie leider davon abhält, irgendeinen Erfolg mit Frauen zu erzielen. Und jetzt müssen wir uns natürlich erstmal angucken, bevor wir dazu kommen, wie du das loswerden kannst, müssen wir uns angucken, was meine ich überhaupt damit, ne? Und ich habe es öfter schon auf dem Channel erwähnt, aber nochmal an dieser Stelle, Nice-Guy bedeutet nicht, dass du nicht generell nett zu der Frau sein darfst, das darfst du schon, es ist nicht der nette Typ und nett sein ist schlecht, du musst das Arschloch sein, das ist nicht die Aussage. Aber was Frauen manchmal an Arschlöchern eben interessant finden können, auch wenn sie keine Lust haben, auf Dauer mit diesen Männern unterwegs zu sein, aber was halt interessant an diesen Männern sein kann, ist die Tatsache, dass sie A, wissen, was sie wollen, sich B, holen, was sie wollen und C, auch nicht, ja, keine Angst davor haben, auszurücken, wer sie sind und was sie ausmacht und was sie speziell auch von dieser Frau, die da vor ihnen steht, wollen. Ne? Also, sie haben einen gesunden Umgang mit A, ihnen selbst, ihrem eigenen Selbstbewusstsein, ihren Zielen und auch ihren, ja, ihrem Verlangen nach der Frau in dem Moment, die da vor ihnen steht. Und vielen Nice Guys fehlt das halt. Viele Nice Guys haben diese Vorstellung, die wurde implementiert bei den Männern. Oh mein Gott, wenn ich meine Sexualität zeige, dann ist das was ganz Schlimmes und dann bin ich gleich toxische Maskulinität und das darf man nicht und dann schreckt man die Frau nur damit ab. Und was auch sehr, sehr viel in der Gesellschaft drin ist, ist dieses, hey, die Frau hat die Hosen an und so ist das nun mal. Und das sind so klassische Rollenbilder, in die sich ganz viele Männer begeben. Und dann finden sie sich in Beziehungen wieder, wo sie merken, also Beziehungen wieder in diesem Fall, egal ob feste oder rein sexuelle Beziehungen, wenn sie überhaupt in sexuellen Beziehungen sind, dann finden sie sich in Beziehungen wieder, wo sie merken, okay, sie haben komplett die Kontrolle verloren, es ist irgendwie keine Anziehung mehr da, man nervt sich nur noch an. Und all das ist eben darauf zurückzuführen, dass diese Nice-Guy-Symptomatikpunkte in deiner Persönlichkeit wahrscheinlich noch vorhanden sind. Und bei jedem sind gewisse Nice-Guy-Symptomatiken vorhanden. Das passiert eben durch unsere ganz normale, ja, durch unsere ganz normale soziale Erziehung, ne? Wir haben ja in einem vergangenen Video schon darüber gesprochen, dass das Geheimnisvolle sehr wichtig ist dafür, dass Anziehung aufrecht erhalten bleibt und dass wir natürlich dazu erzogen werden, zum Beispiel den Leuten einfach alle Fragen, die wir gestellt kriegen, zu beantworten. Und es ist ja auch in jedem anderen sozialen Kontext die richtige Vorgehensweise. Aber dass es im Flirt zum Beispiel hilfreich sein kann, wenn du der Frau nicht immer sofort alle Informationen gibst. Aber du merkst hier an der Stelle schon, das läuft halt komplett gegen unsere Programmierung. So haben wir das eben nicht beigebracht bekommen. Aber du musst verstehen, dass das reine Flirten, das reine Mann-Frau-Umgangsschema mit Frauen einfach eine andere Herangehensweise erfordert, als das, was du vielleicht normalerweise machst. Also du kannst nicht sagen, hey, neue Leute kennenlernen, so gehe ich davor, generell, das übertrage ich komplett auf Frauen. Das funktioniert nicht, zumindest nicht, wenn wirklich eine Anziehung da sein soll. Dann musst du eben mit diesen Elementen arbeiten, dann musst du eben mit deinem sexuellen Verlangen auch arbeiten. Und das bedeutet nicht, das habe ich schon mal gesagt, bedeutet nicht, dass du jetzt unbedingt schnell Körperkontakt aufbauen musst, aber es bedeutet, dass die Frau das Gefühl haben muss, okay, da steht ein Mann mit einem Schwanz vor mir und der hat auch keine Angst, den zu benutzen oder der hat auch keine Angst, der steht zu seiner Sexualität und der geht damit offen um. Und offen umgehen bedeutet nicht, dass du die ganze Zeit über sexuelle Themen redest, das ist nicht der Punkt, aber die Frau muss einfach das Gefühl haben, du bist in Ordnung mit deiner Sexualität, du bist ein Mann, der da vor ihr steht, nicht eine, naja, fast auch Frau wie sie, die sich dann künstlich zurückhält. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da natürlich für dich erstmal die Erkenntnis oder
ja, den Punkt, den du erreichen musst, dass deine Sexualität als Mann in Ordnung ist und dass es auch in Ordnung ist, dass du deine Sexualität mitnimmst in eine Kommunikation mit einer Frau, die dir gefällt. Ne? Und wie gesagt, du musst es nicht offen kundtun im Sinne von, boah, ich will dich ficken, yo. Ne? Also kannst du natürlich machen, aber das ist halt ziemlich plump und kommt in den meisten Fällen, wirst du keine Ergebnisse damit erreichen. Aber es geht einfach darum, dass du durch dein Flirten, durch deine Art zu kommunizieren, diese Sexualität trägst. Ne? Wir haben, wie gesagt, im vergangenen Video schon darüber gesprochen, wie man das machen kann, im Sinne von, ja, einfach geheimnisvoll wirken, nicht immer jede Frage sofort beantworten und, wie gesagt, nicht zur Manipulation, sondern einfach, um das Spiel zu spielen, um Spaß zu haben, um zu flirten. Flirten bedeutet Spaß haben. Flirten bedeutet, mit der sexuellen Anziehung, die da ist, zu spielen, Spaß zu haben, sie zu genießen auf beiden Seiten. Und dafür muss man mutig sein. Dafür muss man den Mut haben, in diese sexuelle Spannung reingehen zu können. Und viele Männer draußen wissen nicht, wie das funktioniert oder trauen sich das nicht, haben ganz viele Sachen in ihrem Kopf, die sie davon abhalten, das zu tun. Und was du jetzt tun kannst, um den ersten Schritt weg von dieser Nice-Guy-Symptomatik zu machen, ist, dass du dich hinsetzt und mal überlegst. Das ist der allererste Schritt, dass du mal guckst, okay, Sexualität, wie ist denn meine Einstellung zum Thema Sexualität? Schreib es dir auf. Schreib dir auf, was du denkst zum Thema Sexualität. Ne? Vielleicht denkst du an Sexualität oder Sex an sich und denkst dir, oh ja, das ist so eine Sache, ja, Männer wollen es immer und Frauen wollen es gar nicht so richtig. Oder ja, Sexualität, das ist so, da muss man aufpassen, dass man das zeigt, weil sonst stößt es die Frauen ab. Das könnten ja unter Umständen deine Gedanken sein. Und du wirst feststellen, dass wenn es nicht so gut läuft mit Frauen, dann wirst du irgendwo auch ein Problem in deiner Sexualität haben. Dann liegt irgendwo ein Problem in deiner Sexualität vor. Und du kannst wunderbar an der Stelle anfangen und dir Gedanken darüber machen, was sind denn meine Gedanken dazu? Was sind denn meine Einstellungen dazu? Dann mach dir mal Gedanken darüber, wo kommen denn diese Einstellungen her? Wer hat dir die vielleicht mitgegeben? Na, vielleicht hast du sie von deinem Vater gelernt. Dann könntest du überlegen, hey, ist mein Vater dieses erfolgreiche Rollenvorbild im Thema Frauen, dem ich hinterher eifern möchte? Dann hat er dir vielleicht unter Umständen einen guten Tipp gegeben. In den meisten Fällen ist es so, dass wir beispielsweise solche Lerninhalte von unseren Vätern übernehmen, aber unsere Väter selbst überhaupt keine Ahnung von diesem ganzen Frauenthema haben und vielleicht selbst in einer zerrütteten oder nicht funktionierenden Ehe stecken und selbst nicht viel Erfahrung mit Frauen gemacht haben. Dann ist natürlich die Frage, ob das das beste Vorbild ist, ob das überhaupt eine korrekte Information ist, die du da bekommen hast. Ne? Und dann stellst du eben deine eigenen Gedanken in Frage, deine eigenen Einstellungen in Frage und kannst dir natürlich auch überlegen, ja, okay, welche alternativen Einstellungen könnte ich denn haben? Ne? Also wenn du jetzt sagst, oh, Sex, ja, Männer wollen es immer und Frauen haben da keine Lust drauf, alternative Einstellung könnte sein, wie nur als Beispiel, ne, Frauen haben ebenfalls Lust auf Sex, sehr viel Lust auf Sex in den richtigen Umständen, ne, wenn es ein Flirt ist, wenn sexuelle Anspannung da ist. Ne, und wie man die erzeugt, habe ich ja mit dir im letzten Video besprochen. Und das könnte deine neue Einstellung sein. Und dann geht es darum zu schauen, okay, finde ich Beispiele hierfür, kann ich irgendwo Beispiele hierfür finden? Irgendwo in der Welt da draußen, vielleicht bei Freunden, bei Bekannten, aber auch vielleicht bei meinen eigenen Erfahrungen. Denn das Witzige ist, dass viele Erfahrungen, die du machst, sich auf ganz verschiedene Weisen interpretieren lassen können. Ne? Du könntest zum Beispiel, also nehmen wir mal an, eine Trennung von einer Freundin. Ne? Also du trennst dich von einer Freundin oder sie trennt sich von dir, sagen wir mal so. Ja, sie trennt sich von dir und jetzt könntest du eine mögliche Sichtweise wäre, oh Gott, das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Ne? Das ist total schlimm, ich werde in meinem Leben nie wieder so eine tolle Frau finden wie sie. Das könntest du denken. Das könnte eine Sichtweise sein. Du könntest aber auch denken, oh mein Gott, was für eine tolle Möglichkeit. Jetzt muss ich zwar durch eine schwere Zeit gehen, nämlich die Trennung, aber ich werde gestärkt daraus hervorkommen und werde stärker und besser sein, als ich je vorher war und dann wahrscheinlich eine noch interessantere Frau kennenlernen. All das sind Einstellungen, die ja einfach nur, die du einfach nur nehmen musst, die du einfach beide, du kannst beide Seiten wählen. Und was auch immer du für eine Seite wählst, ne, entweder hier oder hier, das nächste, was dann passiert, ist, dass du wirklich die Welt durchschaust, durchforstest. Das passiert ganz unterschwellig. Das musst du gar nicht aktiv machen. Aber in diesem Fall solltest du es aktiv machen. Du durchsuchst die Welt und guckst, gibt es dafür Beispiele? Ne? Und dann, wenn du jetzt hier diese Einstellung hast, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was mir hier passiert ist, dann erinnerst du dir vielleicht einen Freund, da hatte sich die Freundin getrennt und hat immer noch keine neue Beziehung gefunden. Oh mein Gott, ja, hier ist der Beweis, das muss richtig sein. Vielleicht hast du auch diese andere Einstellung und denkst dir, boah, da komme ich gestärkt wieder raus hervor und werde dann eine noch interessantere Frau kennenlernen. Vielleicht guckst du dann auf eine vergangene Beziehung, wo das schon mal so war, wo du dich getrennt hast oder sie hat sich von dir getrennt und danach wurdest du besser und stärker und hast eine noch interessantere Frau kennengelernt. Und
Du kannst für fast jede Einstellung, die du haben möchtest, die du dir tatsächlich selbst aussuchen kannst in diesem Fall, kannst du Beweise finden, wenn du sie nur finden möchtest. Und das ist das, was du tun musst mit all diesen Nice-Guy-Symptomatiken. Ne? Im Sinne von, also das ist nicht nur auf Sexualität begrenzt, du kannst diese Übung mit der Sexualität machen. Ne? Was ist deine Einstellung zur Sexualität? Ganz, ganz wichtig. Aber auch sowas wie, ja, was ist denn meine Einstellung zu vielleicht Zielen oder auch ein bisschen Ehrgeiz dazu, Dinge erreichen zu wollen, dazu besser zu werden, jeden Tag eine bessere Version seiner selbst zu werden. Was ist meine Einstellung dazu? Denke ich vielleicht, oh mein Gott, das machen nur arrogante Leute. Dann ist natürlich klar, dass du es nicht so richtig machen kannst, wenn du eine negative Einstellung dazu hast. Ne? Vielleicht denkst du aber auch oder könntest eine neue Einstellung entwickeln. Hey, das ist ganz toll und hilft auch jedem anderen in meinem Umfeld, wenn ich mich selbst weiterentwickle. Und könntest dann dafür wieder Beispiele finden. Ne? Du verstehst hoffentlich die Arbeit, die geschehen muss, um aus dieser Nice-Guy-Symptomatik auszusteigen. Und dann ist natürlich so, das ist natürlich nicht rein theoretisch, also alles aufschreiben, wie ich es gerade erzählt habe, sondern du musst natürlich dann raus in die Welt und musst dich natürlich auch damit auseinandersetzen, musst den Mut haben, deine Sexualität mitzubringen in Flirts mit Frauen, musst den Mut haben, für erstmal Flirts mit Frauen, erstmal Frauen anzusprechen. Und wie gesagt, wenn du da nicht weißt, wie du vorankommen sollst, kommst du zu mir ins Coaching, beziehungsweise kannst dich bei mir beim Coaching bewerben. Erster Link in der Beschreibung. Und so verläuft eben dieser Prozess weg von dieser Nice-Guy-Symptomatik. Du musst verstehen, das ist auf keinen Fall, auf absolut keinen Fall ein von heute auf morgen Prozess. Ne? Dein komplettes Leben lang wurdest du auf diese Herangehensweise getrimmt und ist das in deinen Kopf, ja, geschoben worden, sage ich mal. Und das ist auch nicht schlecht an sich. Es hilft dir nur in diesem Fall hier nicht. Ne? Das heißt, hab da Geduld mit dir. Es dauert einfach. Es wird graduell immer besser werden, aber du wirst nicht innerhalb von ein, zwei Monaten der super krasse, mega erfolgreiche Typ mit Frauen werden, wenn du ganz tief in dieser Nice-Guy-Symptomatik drinsteckst. Aber du wirst merken, dass je mehr du rauskommst, desto freier fühlst du dich und desto besser fühlst du dich auch mit dir selbst. Das erstmal soweit zum Thema. Tiefer gehen wir dann im Coaching auf solche Sachen ein. Schön, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Hier oben abonnierst du den Channel, drück auch die Glocke, wenn du das noch nicht gemacht hast. Unter mir kannst du dich, wie gesagt, für ein Coaching bewerben. Und hier unten rechts kommst du zu einem weiteren Video mit weiteren Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Unbedingt vorbeischauen, wenn du bis hierhin geschaut hast. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.